Servus, hier ist die Melita. Also das Bemalen von Steinen hat mich schon als Kind interessiert und fasziniert. Heute sitze ich im Garten, im Halbschatten und habe wieder Lust auf Steine anmalen, die dann meine Tochter wunderbar beschriftet. Dazu brauchst du, wenn du es auch machen möchtest, einfach voll Töne, Abtönfarbe, in dem Fall habe ich schwarz für diesen Stein, einen Pinsel, den passenden Stein und los geht's. Der Stein soll einmal außen im Garten liegen und ein Schmuckstein sein oder ein Gebetsstein. Ein Gebetsstein. Meine Tochter beschriftet diese Steine dann mit wunderbaren Gebetszeichen und Schriften aus dem Sanskrit oder Buddhismus. Und das sieht so aus. Ich hoffe, du kannst es sehen. Das ist wieder ein original grober Stein. Hier aus der Gegend, aus dem Steinbruch. Und ich freue mich nun, die Steine zu lackieren und sie vorzubereiten, damit sie dann als Schmucksteine in unserem Garten einen kleinen Blickfang bieten. Auch für den Winter. Servus, vielleicht hast du Lust drauf, einfach nachmachen. Sei lieb gegrüßt von Melita.